Ho, 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 liebe Zuschauer, hier willkommen auf der Weihnachtselfen-Wichtel-Map nahe des Nordpols. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Türchen Nummer 4. Und die Weihnachtselfen-Wichtelzwerge sind natürlich auch wieder dabei. Hallo Andreas und hallo Ronny. Ho, ho, ho. Ja, moin. Dieser kleine, aufmüffige Weihnachtselfen-Wichtelzwerg wird... Den hast du immer dabei, ne? Egal, wo du hingehst, ob du im Kindergarten bist, in der Schule bist, später im Berufsleben, du hast immer so einen aufmüpfigen Wichtelzwerg dabei. Nein, ich bin einzigartig. Sag ja. Das sagen sie alle. Das sind immer die Aufmüpfigen, die sagen, sie sind einzigartig. Aber vielleicht kann der einzigartige Wichtelzwerg uns ja sagen, was es heute gibt. Nein, kann ich leider nicht. So, bitte. Was ist denn das für eine Einzigartigkeit? Dann muss wieder der Chef herhalten. Also ich muss gerade nur gut aussehen. Heute, ja. Wolltest du es wieder erraten, was es heute gibt? Boah, nochmal spielen, was bin ich? Ja, kannst du mal spielen, was bin ich. Bin ich beweglich? Zum Teil. Zum Teil. Ich bin nicht komplett beweglich. Richtig. Bin ich standfest? Ja, definitiv. Ah, ich bin ein Placeable. Das ist korrekt. Bin ich groß? Unter Umständen. Deine Antworten sind aber auch wirklich großartig. Ganz, ne? Das ist wirklich gut. Pass auf, wir machen das anders. Bin ich so groß wie eine Halle? Nein. Nein. Bin aber fertig gebaut. Ach so, ich sehe, oder du bist fertig gebaut. Ich bin schon fertig gebaut. Bin ich ein Zaun? Auch. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt gehen wir mal hin. Einen schönen Holzzaun. Sehr cool. Okay, das war wirklich schick. In verschiedenen Farben natürlich, weil bei Zäunen geht leider keine Farbwahl reinzubauen. Ja. Und dazu absolut gut versteckt in einem Zaun. Was heißt denn in verschiedenen Farben? Wo hast du denn hier verschiedene Farben? Wenn du runter bauen gehst und dann musst du aber langsam machen, ne? Du weißt, da hinten sind noch andere Sachen unterwegs. Ja. Dekoration, Zäune und ziemlich nach hinten scrollst. Ziemlich, sagt er. Ich scroll mal langsam, ja. Bis hinter die Hecken, da fängt das dann an. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Nee. Ach nee, doch. Du kannst reicht schon. Reicht schon. Ich sehe schon. Bis zum Ende. Achso, ich kann bis zum Ende, okay. Gut. Oder? Ja, also sind alles Zäune da, genau. Bis zum Ende, da kommt danach nichts mehr. Das muss man ja wirklich sagen, ne? Diese Holzbauen, diese Zaunbaunummer ist ja wirklich großartig geworden, ne? Ich hatte mich hier eingemauert. Ja, nicht nur dich. Ja, super. Kann man die Tore nicht mehr sehen. Ja, ach so. Ach so, es gibt einfach Tore. Pass auf, warte. Einmal mit Prof. Ach doch, wieder. Guck mal, ich lasse wieder raus. Oh, das ist ein bisschen doof, weil wir so einen hohen Schnee haben. Vielleicht muss wegmachen. Glaube ich gesünder. Oder klopft's am Tor? Mach doch mal auf. Geht doch super. Ja, jetzt klopft's am anderen. Ah, cool. Mach das nicht weg, das geht doch super. Ach so, weil da Schienen sind am Boden, meinst du, ne? Ah, dass man das so ein bisschen zwischen dem Tor auch. Ich meine, das ist ja nicht... Ja, nicht immer nur das Tor allein. Ich bin ja mittlerweile Detailbauer, ne? Darf's ja nicht vergessen. Das stimmt, ja. Ey, da sind ja Rollen drunter. Alter Verwalter. Komm mal hierher, bitte. Ja. Ja, und schau mal jetzt auf die Mitte des Tores. Die habe ich schon gesehen, die Animation, die da richtig reingeht. Aber das müsst ihr natürlich nochmal sagen. Guck mal hier, müsst ihr hochziehen und zur Seite und dann könnt ihr die wegdrehen. Und die haben nun wiederum wieder eine Farbwahl und passen somit zu den Zäunen. Also ihr könnt die gleiche Textur wie auf dem Zaun könnt ihr auf Tore packen.
Das ist eigentlich ganz cool, weil das sind moderne Zäune, aber trotzdem mit Holz dran. Das mag ich ja auch, ne? So, wie würde man denn dieses Torelement, achso, das musst du wahrscheinlich hier ein bisschen vor den Zaun dann setzen, ne? Ja, an den Pfosten kannst du es. Also die Tore sind halt nicht in diesem Zaunsystem mit drin. Nein, das die sind nicht frei platzierbar. Ja, die sind nicht aufmalbar, weil die eine Farbwahl haben. Und halt auch in der Größe nicht veränderbar sind. Die sind also fest und deswegen muss man die direkt setzen. Genau. So wie halt im Logistik-DLC das Tor. Richtig. Das ist ein frei platzierbares Objekt, muss man an den Zaun ran oder den Zaun dort ransetzen. Okay. Warte mal, dann guck noch mal eben. Da musst du jetzt langsam scrollen, weil da kommt danach noch anderes. Wo sind die denn? Hinter den Flaggen. Ja, ich guck auch mal. Warte, ich mach mal eben erst so. Wollte mal eben gucken, wer sinnvollerweise das anmachen. Ich muss das den Zuschauern möchte ich das auch gerne zeigen. Das ist irgendwie. Ja, sollst du doch auch. Alles gut. Auch so. Oh, so ist wahrscheinlich am sinnvollsten. So wegen. Ach so. Ja, genau. So. Ich dachte, du wolltest wissen, wo jetzt die Tore sind. Ja, die gucken wir uns gleich an. So, und dann macht er so. Also, es ist natürlich sinnvoll, das Tor dann auch in der richtigen Farbe zu wählen. Ja, gut. Vielleicht gibt es hier jemanden, der ein dunkles Tor zum hellen Zaun braucht oder so. Das ist auch nicht schlecht, ja, genau. Also, wie gesagt, das sind ja keine Grenzen gesetzt, ne? Genau, also schaut, dass ihr hier ansetzt, sodass das dann wirklich 1:1 geht, weil dann könnt ihr das auch schließen. Ich weiß gar nicht, was passiert denn, wenn man den Zaun direkt da drauf setzt auf die Schiene. Ja, das sieht dann scheiße aus. Also, Das sieht blöd aus. Also, ich würde es so machen, dass die Schiene, also dass diese Türöffner hier und die Schiene innen sind. Innen sind, genau. Also, wo ich jetzt stehe, ist innen und wo Ronny steht, ist draußen. Ja, genau. Also, so praktisch, wie du es jetzt gebaut hast, so würde ich es draußen, drin, machen. Draußen drin. Ja. Ihr kennt das Spiel. Genau. Ja. So, und was hast du gesagt, die sind bei den Dekorationen, gucken wir, machen wir wirklich langsam. Ja, wie gesagt, nach der Linksflagge kommt das, glaube ich. Direkt nach der Frigoblock-Flagge. Ja. Und zwei Stück, also vorsichtig. Eins, so. Ah, okay, und da sieht man auch unten die Schiene auf dem Boden. Ja. Ja, dann passt das. Steht auch dran. Schiebetor, okay. Und Schiebetor. Okay, also steht entsprechend schon. Und gibt es da eine Farbwahl zu? Ja, da gibt es eine Farbwahl zu. Ja, ich habe nur also das. Also da müsste das F1 Menü. N und M müsst ihr einzeln durch. Also okay. Ihr seht, ne, es ist wie bei allen Gebäuden. Es sind halt Holztöne in dem Fall. Ja, so dass die entsprechend zu den Zäunen hier auch passen, ne? Ja, genau. Genau. Ja, cool. Ja, schick. Das sollte da vielleicht bei besserem Licht machen, wie wir jetzt hier haben. Es ist schon relativ dunkel zum irgendwas platzieren. Das ist ja immer so. Aber wir haben ja hier alle Taschenlampen an, also. Ja, eben, von daher. Ich hab's ja nicht an. So, und Ronny? Ja. Kennst du Danielson? Hoch und runter. Du kennst, echt, du kennst Karate Kid nicht? Hier mit Mr. Miyagi? So, wegen Streichen. Oh, ja, sicher. Und runter. Das fällt mir sofort ein, wenn ich diese Zäune hier sehe. Ja, aber ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde das Holz hübsch. Ja, das ist auch hübsch. Aber das muss ja trotzdem alle paar Jahre mal nachlasiert werden, wann, oder? Seit wann bearbeitet man Holz mit der Hand? Ich habe eine Maschine für sowas, mein Freund. Habe ich auch, aber Danielson hier, unser guter Danielson, der muss er meint, er muss noch ein bisschen üben. Richtig. Das ist gemein. So, liebe Zuschauer, wer von euch den Film kennt, lässt natürlich ein Däumchen da und schreibt uns dazu einen netten Kommentar rein. Und wenn ihr der Meinung seid, dass unser aufmüpfiger Weihnachtselfen-Wichtelzwerg den Zaun streichen muss, dann jetzt, ne? Schreibt's rein. Hashtag Danielson heißt das Wort. Ja, dann sage ich vielen Dank für ein großartiges Zaunpack mit zwei unterschiedlichen Arten von Toren. Ist, glaube ich, wirklich ergänzt ganz vieles, weil es das so in der Form definitiv noch nicht gibt. Modern, aber trotzdem mit Holz. Das mag ich. Vielen Dank dafür. Bitte.
Na, dann sagen wir noch Tschüss. Also in unserer Art. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 liebe Zuschauer. Und wartet auch das nächste Türchen ab. Ne? Dann kommt demnächst Türchen 5. Es wird unerwartet kommen. Ne? Hat ja auch irgendwie, es gibt ja keinen wirklichen Regelmäßigkeit bei unseren Türchen. Also harret der Dinge. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade.